Fresh Eyes and Toast, hier ist der Podcast mit Paul und Bennett. Aber Bennett, ich mach doch gar keinen Podcast. Wir nehmen doch die Souling auf. Stimmt, ich war gerade zu sehr in Kartoffelbrei drin. Ja, also willkommen zu einer neuen Folge der Souling Randomizer XY Nuzlocke, Souling. Souling Nuzlocke? Souling. Souling in Souling ist Nuzlocke mit drin, ne? Das ist ja, Souling Challenge. Spiel alleine. Tafelwasser kaufen. Kann man noch mehrere pro Stück kaufen oder nur eins? Hast du dir die TMs in der City geholt? Singlebiere. Ich glaube, ja. Ich meine, das hatten wir noch gemacht. Oh, hast du das Item bei den Wasserfällen? Ja. Irgendwie war es ein Stahljuwel. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin jetzt auf Route 19 und fangen wir jetzt ein Pokémon. Wo ist Route 19? Nach unten gehen. Muss ich surfen? Nee, ne? Nö, einfach nach unten. Da liegt doch eine TM. Das ist eine Hexe. Aber erst fange ich mir ein Pokémon. Was? Mein Pokémon ist. Hab ich genug Bälle? Ein Ursaring. Gar nicht schlecht. Wie war das nochmal? Wie kann man nochmal sortieren? Da ist irgendwo so ein Sortierding und dann drückst du einfach mit der Maus drauf. Einer von meinen 28 Flottbällen wird funktionieren. Er wackelt! Ja, sieht gut aus. Mit Bällen. Hab es! Was hattest du noch? Ein Ursaring! Joa. Ist in Ordnung. Nix. Ist in Ursaringnung. Nee. Ich hab ein Mankey! Rasaf ist aber okay. Ja, ist okay. Wenn du es fangst, nennst du es Flingkong. Flingkong? Okay. Ja, das ist so ein Affe, der Disc wirft auf einem fliegenden Teppich. Oh yeah. Wie soll ich den Ursaring nennen? Ein großer Bär. Wolibär natürlich. Haben wir Wolibär schon? Ich weiß es nicht, das musst du wissen. Nee, haben wir noch nicht. Perfekt, ja, dann ist Wolibär der optimale Kandidat. Mankey Ursaring. Wolibär. Okay. EAR, ne? EAR, genau. Perfekt. Alles klar, Wolibär, ab in die Box mit dir. Spitzname. Ja. Was war das nochmal? Flingkong. Kling oder Fling? Fling. F-L-I-N-G. Und dann neues Wort? Ja, und dann Kong. Mit K-O-N-G. Okay. Nee, Kong. Krieg das hin. Hä? Nicht okay, Fling? Sondern oh Kong. Flingkong. Ja. Wo besteht der Gegner? Ah, hier. Hier ist ein Glurak. Perfekt. Hallo Glurak. Ein Glurak? Ja. Das wäre auch ein cooler Encounter. Aber ja, gehört aber leider der Hexe und ist kein Bildes. Ach so. Ja. Hey, hier ist ich habe schon Glurak, aber ich nehme gerne noch eins. Hüpfrätsel. Und tschüss, Glurak. Zink. Yeah. Nee, Fling. Nee, Zink. Verstehst du? Kann ich jetzt hier nicht hinhüpfen, weil da die Dings hier steht. Wow, okay. Naja, dann halt so. La 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 la. Und wie geht's dir? Was hast du so gespielt? Du weißt, was hier. Warte, warum schicke ich überhaupt. Achso, ich dachte gerade, ich bin dumm. Ich schicke mein Milotic in Mantax rein, aber ich habe mich selber getreut. Ich habe Zorak reingeschickt. Nice. Ja, also ich habe. Das Kirby-Spiel, das ich jetzt hier dachte, hatte ich schon durchgespielt, ne? Das habe ich schon gesagt, oder? Ja. Okay. Genau, Shantae haben wir noch nicht weitergespielt im zweiten Teil. Ansonsten habe ich sehr, sehr viel Fire Emblem Three Houses gespielt. Mhm. Mit den goldenen Hirschen. Oh yeah. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei dem goldenen Hirschepfad gar nicht mal so viele spielentscheidende Entscheidungen sind. Ich weiß auch nicht, ob man wirklich viele spielentscheidende Entscheidungen hat. Also ich spiele das Spiel ja auch, aber ich bin noch lange nicht so weit wie du, weil ich es wirklich nicht so oft spiele. Ich hätte einen Dialga haben können! Oh! Aber du hast doch einen Dialga, was mit meinem Panikon zusammen ist. Ja, ich hätte aber gerne ein anderes Ziel. Stell dir mal vor, ein Dialga, was mit dem Rasaf zusammen ist. Das wäre doch cool. Ja, das wäre nicht schlecht. Das könnte man echt überlegen, reinzunehmen. Naja. Aber ja, also ich bin mir gar nicht sicher, ob es da so... Also es gibt welche auf jeden Fall. Aber ich glaube, die bei den roten Hirschen, bei den schwarzen Adlern sind die Entscheidungen am interessantesten, sage ich mal. Am prekärsten. Oh Gott, das macht Zeitenlärm. Okay, bitte nicht töten. Ah, nee, nicht mehr ansatzweise. Perfekt.
Jetzt musst du aussetzen, mein Lieber. Ha! Hatte die Fee, also die Hexe, die heißt übrigens Pixie. Null. Nee, die Hexe hatte noch einen Mantax. Ach, stimmt, da war was. Ach ja, die Ärger war wild. Paul, genau. Passt nicht auf. Wie kommt man an das Item da oben ran? Da bin ich so noch. Die TM. Da bin ich noch unsicher. Hm, aber ich werde es bestimmt. Man da ganz viel nach links. Man muss wahrscheinlich durch den Moos hier durchlaufen. Ich glaube, ich mache einen Schutz an. Aber ja, auf jeden Fall bin ich mit dem Three Houses fast fertig. Aber ich werde wahrscheinlich nur einen. Ich werde nicht alle drei Häuser hintereinander spielen. Die anderen werde ich vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal spielen, weil es hat mich lange genug gekostet. Ich glaube, ich habe jetzt 60 Stunden oder so in dem Spiel und bin kurz vorm Ende. Also, ja, okay. Ich brauche das gleiche jetzt nicht noch zweimal hintereinander. Mhm. Vor allem nicht so direkt hintereinander. Ne? Nee. Aber ansonsten ist es ein ganz spaßiges Spiel, aber mir hat persönlich Shadows of Valencia mehr Spaß gemacht. Das habe ich nicht gespielt. Das kann ich sehr empfehlen. Kostet auch nur 20 Euro. Oh, entspannt. Ja. Doppelkampf. Wollen wir Doppelkampf? Das gefährlich. Bist du zuerst nach rechts oder nach links gegangen? Nach links. Ah, ich bin zuerst nach rechts gegangen. Hallo, kleine Mädel mit dem. Dann seht ihr unterschiedliche Sachen auf unserem Bildschirm. Ui. Boah, ist ja nicht so, dass es meistens so ist. Ja, aber also so ganz unterschiedliche Wege. Ja. Nicht Bennett verirrt sich da drin und Paul verirrt sich da drin auch, sondern Bennett geht nach rechts und Paul geht nach links. Und wir verirren uns beide auf unserer Seite. Ja. Ich mache jetzt den Doppelkampf. Ich hab Bock. Ich mache den auch noch. Ich muss nur gerade gegen einen Deponitox kämpfen. Ah ja. Aha, One-Shot, Volltreffer, sehr gut, Farore. Du bist ein guter Baum, Mogelbaum. Kennst du die Mogelpackung des Jahres? Nee. Da werden, Das ist doch Schwebe, oder? Da gibt es irgendwie so eine Verbraucherfirma, die halt guckt, okay, Haribo hat, das ist die Mogelpackung des Jahres, weil die haben irgendwie vorher, keine Ahnung, sowas wie Gewicht reduziert, aber dafür den Preis, und dann haben sie Gewicht wieder erhöht und aber den Preis mehr als vorher und solche Sachen. Ah, okay. Oder es ist mehr weniger drin, als man eigentlich erwarten würde. Ich habe gerade eine Explosion abbekommen und Demeter hat das locker überlebt. Perfekt. Genau, deswegen kam ich vom Mogelbaum auf die Mogelpackung. I see. Gott, ich hätte so gerne Elektro- oder Pflanzen-Pokémon. Das wäre echt. Würde ja meinen Raikou geben, aber. Ich hätte ja auch noch ein. Nee, habe ich irgendwas. Luxtra hast du. Hast du nicht das? Ach ja, ich habe Luxtra mit Rihornio, glaube ich. Das Problem ist, es hat Rivalität. Das ist so. Na, okay, das ist halt nervig. Aha, es war eigentlich gar kein Milotic, was du mit deinem Eisstrahl getroffen hast. Und du, was hast du so gezockt? Doch nicht etwa Paper Mario. Aha. Nee. Das habe ich mir schon fast gedacht. Tatsächlich habe ich nicht so viel gezockt. Ich habe vor allem in letzter Zeit sehr viel arrangiert. Musik und so. Mhm. Und zwar, was habe ich alles gemacht? Hier, wie heißt das Dings nochmal? Arrangiert. Ah, ihr kennt doch bestimmt alles dieses Take Me to Church. Nein. Das kommt im Radio. Auch egal. Das habe ich nicht arrangiert, aber der Typ, der das geschrieben hat, das Lied, hat noch ein paar andere coole Lieder, die fast niemand kennt. Und da haben wir uns eins rausgesucht, was wir haben wollten. Das nennt sich Arsonist's Lullaby. Ja. Lullaby, also Schlaflied. Also wegen ja, genau. Ah ja. Mhm. Lullaby. Das ist echt ganz sweet. Und dann noch so ein, ich nenne es mal Partylied. Also einfach eins, was richtig gute Laune macht und wozu man einfach Bock hat zu tanzen. Ja. Von Louis Cole. Kennt wahrscheinlich auch fast niemand. Aber egal. Ich sowieso nicht. Genau, das nennt sich We Are Part of the Night. Und das ist cool. Das macht voll Spaß. Das freut mich. Genau. Und da üben wir jetzt fleißig dran an den Arrangements. Und wir haben auch bald unseren ersten Auftritt bei so einem Dorffest. Ah ja. Die haben so ein Jubiläum und da wurden wir eingeladen. Das ist doch cool. Ich habe extra nicht gesagt, wie viele Jahre das Altersdorf ist. Herausfindet, welches Jubiläum es ist. Von welcher Stadt. Ihr wisst doch gar nicht, wie lange diese Folge jetzt auf dem PC rumdümpelt, bis sie online geht. Oh ja, vielleicht hatten wir das dann schon vor einem Jahr. Nein, das wird nicht der Fall sein. Nein, ich glaube auch nicht.
Übrigens, ich muss dich noch warnen. Okay. Wenn du nach rechts gehst, ich glaube nämlich, auf dieser Brücke kommen 3 Kämpfe hintereinander gegen Trovato, Rivale und anderer Typ, dessen Namen ich vergessen habe. Tja. Das heißt, das könnte dann gefährlich werden. Da musst du aufpassen. Tierno heißt der letzte. Tierno, genau. Deswegen werde ich jetzt erstmal die TM haben. Ja, ich will die auch haben. Vielleicht ist es ja, keine Ahnung. Deswegen gehe ich ja nach links. Erdbeben oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man nach links gehen muss, um die TM zu kriegen. Ich glaube auch. Nach rechts ist ja die Brücke. Ja. Da bin ich jetzt auch erstmal zurückgegangen. Aber ich glaube, der hat ja inzwischen richtig, richtig gutes Movement-Moveset. Oh ja. Das ist so lecker. War dein Doppelkampf eigentlich problematisch irgendwie? Nö, ich hatte Hypoteros und Sonnenfell draußen, das heißt, ich konnte mit Erdbeben schweben. Klassiker. Und die hatten halt 2 Feuer-Pokémon, also ja. Meditalis. Oh, Meditalis ist tatsächlich ganz gut gegen mich. Ich habe diesmal übrigens sehr hohe Erwartungen, dass wir die Nastok schaffen. Und dass du Meditalis. Ja, sieht echt ganz gut aus. Ja. Im Vergleich zur letzten, wo wir. Wir sollen auf jeden Fall richtig gut trainieren. Ja. Aber die erste Nachtfolge sind wir so gekrepelt. Haben uns ja im Strohhalm festgehalten, den wir kriegen konnten. Ich hatte nur Pflanzen-Pokémon. Ach ja, stimmt. Und jetzt habe ich gar keine. Oh. Hast du irgendwas mit Pflanze auf der Box? Ich schau gerade. Tromborg. Ja, Tromborg ist aber mit Anorid. Das könnte man inzwischen sogar spielen. Theoretisch ja. Also wenn du noch unbedingt Pflanzen-Pokémon willst. Ja, vielleicht irgendwann. Oh Gott, ich habe vergessen, dass sie das Moor hier wieder eingeführt haben. Ach schade, du hast keinen Vegi-Cheater, du hast nur Grill-Cheater und Soda-Cheater. Ja, ich habe natürlich die beiden nutzlosen Affen. ja, das war's mit deinen Pflanzen-Pokémon. Ja, also das hält sich in Grenzen. Lebenbrühe brauchen wir nicht, wir haben Surfer. Darf ich diese Frau fragen, warum sie hier im Moor schwimmen geht? Wer macht sowas? Ist gut für die Haut. Im Bikini? Im Moor. Naja, das Moor soll ja die ganze Haut erreichen. Ja, aber. Ja, das ist schon ein bisschen dumm. Nein! Das macht man einfach nicht. TM-Psychokinese. Das ist spicy. Sonst kann schon Psychokinese, kann schon, oder? Genau, hat's von sich aus gelernt. Gehen wir erstmal hier zu dem Blümchen. Ah, kannst du mich ein klein bisschen lauter machen? Ich habe das Gefühl, du bist vergleichsweise leise. Ja, klar. Oh Gott, das ist laut. Mittelding? So vielleicht? Ja, das klingt spicy. Okay. Gar kein Problem. Oh, ich habe noch einen Gengar-Need bekommen. Jetzt habe ich schon 2. Wow. Cool. Kämpf mit mir! Oh, das Moor ist so nervig, ich hasse es. Ja, da ruhig zu laufen ist wirklich nicht so. Oh, okay, hallo. Zekrom gegen Dialga, let's go. Oh, da musst du aber vorsichtig sein. Ja, seine Elektroattacken machen nicht viel Schaden. Die Drachenattacken aber. Machen halt normalen Schaden, aber meine Drachenattacken sind sehr effektiv. Drache ist nicht sehr effektiv auf Stahl? Yes. Oh. Deswegen ist ja Drachefee Stahlcore so geil, wenn du einen Drachen, einen Fee und einen Steinmonster hast, weil die sich halt gegenseitig quasi den Rücken decken. Wie wäre es denn mal, wenn die Starter-Pokémon einer Edition Drache, Fee und Stahl sind? Ja. Das hätte doch was. Süß, der Kreuzdonner hat einfach nichts drin. Jetzt Erdkräfte. Und ich habe den Hund in 2 gebrochen. Mit Durchbruch. Er wurde quasi durchgebrochen in 2 Hälften. Wie ein Pickup. Okay. Magst du Pickup? Ich esse kein Pickup. Mochtest du Pickup? War nicht das Beste, aber ja. Was? Pickup war super nice. Nee, ich mochte diese ganzen Sachen mit diesen Butterkeksen immer nicht so gerne. Oh, stimmt, das war Butterkeks. Butterkeks mit Schoko in der Mitte. Ja. Dann lieber Kinder Country. Das fand ich geil. Kinder Country war, fand ich nur so okay. Also es war gut, ja, keine Frage. Oder so Maxi King oder so. Ja, okay, Maxi King war eine der besten Sachen. Toffifee hingegen ist eigentlich immer gut. Ja. Die gehen auch schnell weg dann leider. Ja, vor allem, wenn ich eine Packung Toffifee hinstelle. Du erinnerst dich doch wahrscheinlich noch, als wir den Geburtstag gefeiert haben zusammen. Und Bella und die anderen beiden Mädels auf dem Sofa saßen und da eine Packung Toffifee stand. Die war schnell weg. Ich habe einen abbekommen, glaube ich. Oh yeah.
Wait, Steinrätsel. Oh nein, warum kann das denn Nahkampf? Ach so, alles gut, oder? Nicht schlimm, nichts passiert. Warte, wenn ich das jetzt so mache und dann so, ja, das funktioniert. Paul schafft ein Stärkerätsel direkt beim First Try. Let's wow, go. Was? Mhm. Das war kein schweres. Das war kein schweres. Das muss ich trotzdem im Kalender markieren. Reden schwierig. Ich wollte sagen, das war kein einfaches. Aber so. Vielleicht war es auch einfach gar kein schweres. Das war kein schweres. Ja, gut, okay. Freut mich. So, ich glaube, ich habe hier alles links. Oder gab es unten noch was? Unten war noch die Schwimmerin und unter ihr halt ein Item. Unten links? Ja. Warte, hast du die Schwimmerin nicht gesehen? Wir hätten einfach die Alga und Zygarde haben können. Was? Als oh mein Gott, das wäre so gut gewesen, Mann. Oh ja, ich sehe das Stärke-Rätsel. Und, kommst du drauf? Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Ich meine, lass mir die Illusion. Das Loch ist quasi genau neben dem Stein, also. Ja, aber du kannst ja. Also. Ja, okay. Ja, das Rätsel Ding ist, das Einzige, was du machen kannst, ist halt auch der richtige Weg. Ja, okay. Ja. Oh, Junge, ich hab's geschafft. Und ich krieg dafür einen Sonnenstein. Cool. Hey, hey, was war's bei mir nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Irgendwas Unnützes. Ich hab's auch wieder vergessen. Ich glaube, ich hab's auch gar nicht gesagt, weil es so unnütz war. Oh. Aber du hast dich so gefreut, dass du das Stärkerätsel gelöst hast, deswegen, Ja. Ah. Noch ein Stein, ein Altbärenstein. Gefällt's dir hier irgendwo? Ich so kann ich meine Problemzonen nämlich geschickt kaschieren. Ah ja, darum ging's ihr. Okay. Ah, sie will ihre Pickel damit irgendwie wegkriegen oder so. Nee, kaschieren, also. Da wo sie keine Ja. Da wo sie keine schöne Haut hat, kann sie dann einfach Moor drüber machen, einfach damit man es nicht sieht. Ja, sieht gleich viel sexier aus. Voll crazy shit. Da müssen sie auch so Kriegsstriche in der Mitte. Ich stell mal vor, so ein Modekatalog. Und ja, wenn da so ein Model ist, wo er was an einer Stelle eine etwas unschönere Haut hat oder so, ja, da klatschen wir einfach ein bisschen Schlamm drauf. Passt. Ja, das Ding ist halt, wahrscheinlich sind hier eh alle voll schlammig, deswegen fällt es halt nicht auf. Das aber ist halt trotzdem schon ein bisschen weird, dass sie hier im Bikini rumläuft. Ja, die meisten werden Schlamm halt nicht. Jetzt finde ich es auch weird, jetzt wo ich es sehe. Ja, vielleicht doch. Ich habe sie nicht geglaubt am Anfang. Hast mir aber nicht geglaubt? Nee. Wo geht's denn letztendlich dann weiter? Wenn du nach rechts gehst und dann ist da, also unter dem Hüpferätsel ist eine Brücke, die führt nach links. Ah, okay. Und das müsste die Brücke sein, wo unsere Rivalen ganz viel Fighty-Fighty mit uns haben. Ah, du hast es noch nicht gemacht. Nee, noch nicht. Ich wollte auch erstmal die TM haben, weil das ja der richtige Weg ist. Okay, perfekt. Ich bin aber auch gleich bei der TM, also gleich da. Ach, da kommt man nicht durch. Ach, ich dachte, ich kann abkürzen. Das war voll dumm, mein Gedanke. Wow. Ich wollte weniger surfen und dafür lieber mehr durch den Moor laufen, weil ich dachte, das wäre schneller. Ja, nein, nicht ganz. Nicht wirklich. Ich gehe mich kurz heilen. Okay. Ich will jetzt wissen, was meine tolle TM ist. Meine TM ist Ruheort. Oh, ist okay. Werde ich Lurak jetzt nicht beibringen. Ich glaube, sonst kann es keiner lernen. Ruheort ist halt so mittelgeil in so Playthroughs. Ja. Also klar, man kann Highlighten sparen, aber es sind halt auch nur 50% Heilung und jedes Highlighten macht dich halt Full Life. So. Ja, ist nicht optimal. Gut, ich kämpfe jetzt gegen meine Rivalen. Das müsste, glaube ich, ist das die Brücke? Ja, Dumpatz! Ja, hallo! Schön, euch zu sehen, meine Freunde. Oh, diese Kamerafahrt. Oh, ich bin gespannt. Wie wird die Kamerafahrt sein? Ich sehe sehr pixige Seile, sagen wir es mal so. Seile? Ja. Ach, von der Brücke. Genau. Oh Gott, ein Stalus hat sie. Okay. Das, da werde ich austauschen gegen Lurak. Spezialverteidigung von Stalus ist ja nicht allzu hoch. Ja. Level 49. Oh. Gegen dich habe ich noch nicht gekämpft. Warum bist du eigentlich immer schneller mit den Routen als ich? Gute Frage. Dabei bin ich eigentlich erst den anderen Weg gegangen. Ja, eigentlich sollte ich doch schneller sein. Irgendwo habe ich ein bisschen rumgetrödelt. Oder ich hatte längere Kämpfe? Nee. Hast du den Doppelkampf gemacht? Ja. Ich habe den Doppelkampf gemacht, ja. Oh nein! Scheiße, das hat Steinkante vor euch. Ich glaube, Lurak ist tot. Oh. Ja. Lurak ist tot.
Ja gut, die wollten wir doch eh auch austauschen, oder? Ich meine, ich bin nicht wirklich traurig im Sonnenfeld. Ja, klar, Sonnenfeld war für dich ist halt auch mega die Glaskanone, also ich konnte das überhaupt nicht offensiv benutzen, nicht wirklich. Ach, come on, das musste doch jetzt nicht sein. Aber ja, klar, für dich ist es gut, weil Sonnenfeld halt eigentlich nicht so... Es ist halt sehr was heißt abgefallen. Gut? Es ist trotzdem ein Pärchen weniger, was wir haben. Ja, aber natürlich, klar, aber es ist halt, ja. Was hatten wir überlegt reinzunehmen? Felinara und noch irgendwas. Bojelin, glaube ich. Und ansonsten hätten wir auch noch Draschel mit Quabbel. Ah, genau, das war doch Draschel-Quabbel, das fand ich gut. Ja, ein Drachen-Pokémon sage ich nicht nein. Unser Dama kommt jetzt. Schöne dicke Qualle, sage ich auch nicht nein. Ja, mal gucken, ich muss jetzt 3 Kämpfe hintereinander schaffen, nicht, dass ich jetzt sterbe. Gib mir Mühe, alles gut. Ich habe halt nur nicht mit der Steinkarte gerechnet. Beim Stalos. Ja gut, ich habe auch nicht dran gedacht, aber ich habe auch nicht so doll drüber nachgedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das durch ein normales Level ablernt. Das hat mich dann doch etwas aus dem Blauen erwischt. Auf dem kalten Fuß erwischt, sagt man, ne? Nein, auf dem falschen. Wann sagt man kalten Fuß? Gar nicht. Ich krieg kalte Füße, sagt man. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, dieses Jahr habe ich schon so viele Sprichwörter einfach vergessen oder falsch gesagt und sonst sowas. Bist du etwa mit dem falschen Fuß aufgestanden heute? Oder dieses Jahr? Ja, scheinbar. Dann nimm mal lieber die Beine in die Hand. Hals und ja. Beinbruch, verstehst du? Ja. Mehr fällt mir nicht ein. Ist okay. Besser am Bein dran als Bein ab. Ja. Schwierig. Aber es ist wirklich schlimmer als sonst. Ja, dieses Jahr ist echt. Hast du etwa zufällig Dragon Quest 9 gespielt und zu viel Stella kommen? Stella auch immer, ja, du hast wohl Hummer im Hintern und wir werden das Kind schon über den Berg schmeißen und solche Sachen. Ja, stimmt, das stimmt. Nee, hab ich nicht. Okay. Oh, hier ist die Brücke. Okay, ich guck nochmal kurz, was hier unten ist. Ist hier noch was? Kurtel, muss das denn jetzt sein? Hast du nichts gegen Kurtel? Doch, ich muss jetzt halt nur austauschen. Das hat Eisenabwehr gemacht und Miltank hat eh nicht so viel Schaden gemacht. Ja, okay. Flammensturm. Auch gleich spannend, Leute. Keine Sorge. Ich will nur noch mal ganz kurz gucken, was hier unten ist. Naja, die Spannung ist ja dafür bei mir, ne? Superschutz. Musst du mich verbrennen, Kurtel? Ist das dein Ernst? Cool. Au. Surfer. Jetzt macht es schon. Kurtel macht einfach die Toxin-Taktik aber mit Verbrennung. Yay. Ätzend. Ich wollte gerade sagen, Glurak kann nicht verbrannt werden, nimm doch. Ach ja. Ja, Glurak kann nicht verbrannt werden, das ist richtig. Aus mehreren Gründen. Also ich könnte eine Einäscherung machen, da brauche ich aber auch eine Urne. Ich weiß natürlich, was kommt. Wir kämpfen jetzt. Was kommt denn jetzt für ein Pokémon? Ein Demeteros. Ja, da bleibe ich drin, das ist okay. Serbiroyal, interessant. Sie startet mit einem. Starter aus der 5. Generation. Oh, das könnte jetzt sehr gefährlich werden. Es hat Schwertanz eingesetzt. Wenn ich es jetzt nicht one-shot, dann wird es schwierig. Aber es sollte es ausreichen. Jawohl, easy. Okay. Schwertanz ist halt immer so ein Aua-Haia-Moment, weißt du? Ja. Wenn es auf plus 1 Death ist, reicht dann die Drachenklau? Ja, reicht. Das war ja mehr als 2 Drittel Schaden. Frigometri. Perfekt. Erstes Mal besiegt. Ich bin wieder da. Hi. Hallo. Mir wurde ein Tee gebracht. Lecker. Karamell-Apfelkuchen. Okay. Mir schmeckt er. Verrückt. Ich habe einen Reflektor gerade durchbrochen. Mit Durchbruch. Ich zerbreche Hunde und Reflektoren. Eieieiei. Das mit dem Hund, da müssen wir nochmal drüber reden. Ich habe Bissbarkeit vorhin durchbrochen. Oh, der hat Giftgriff. Aha, aber ich habe Beulenhelm. Ich hätte auch gerne Pflanzen-Pokémon. Es gibt irgendwie doch viele Wasserboden-Mons. Ja, schon, ne? Oh, Trovato heilt mich vor dem dritten Kampf wenigstens nochmal. Das ist nett. Das ist wirklich nett. Nicht wahr, Jessica?
Jessica? Heißt Jessica. Also. Orchid, da bist du ja wieder. Hast du mich wiedergefunden nach all der Zeit. Oh. Ich hab Orchid gehasst, ich hab's sterben lassen damals. Jetzt will es sich an mir rächen. Aber jetzt ist es wieder gestorben. Ja. Monagoras. Also, was haben wir noch hier? Oh Wie Gott. Ach, Sunburn darf ich nicht mehr benutzen. Der hat einfach mein Glurak geheilt. Das darfst du nicht, Trovato. Oh nö, jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Oh ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich muss ich es jetzt aber auch nicht mehr wirklich. Also, naja, passt. Ja, so viel passiert nicht mehr. Das stimmt. Wir sind ja schon kurz vorm Finale. Ja. Oh, Falterreigen. Oh, das könnte gefährlich werden. Ach, ich habe genug defensive Monster, sollte passen. Ja, boosten beim Gegner ist trotzdem immer eine knifflige Sache. Eissturmvolltreffer, let's go. Na gut, okay. Bye bye, Vivian. Oh mein Gott, Paul. Ich hatte gerade ganz kurz Schiss. Jetzt kommt nämlich ein Ninja-Turm. Und ich dachte so, oh shit, mein Feuer-Pokémon ist tot. Ich hoffe, ich habe was dagegen. Aber ich habe Kurama und Farore, also alles gut. Tim, das noch Unlicht und so. Das war's. Aber ich hab ganz kurz einen Schreck bekommen. Ja, Ninja-Turm ist immer so, oh oh. Mhm. Das wäre problematisch geworden. Oh, süß, der heißt Dudley. Also nicht wirklich süß, aber witzig. So, ich musste gerade schmunzeln, weil der Lebensbalken von Ninja Tom nicht runtergegangen ist. Er war einfach von einer Sekunde auf die nächste weg. Er hat ja auch nur einen. Ja, das sah trotzdem lustig aus. Dudley, glaubst du, der hat einen kleinen Bruder unter der Treppe, den er ärgert? Bruder ist ein bisschen... Naja, nicht wirklich Bruder. Cousin. Adoptivbruder? Cousin. Ja. Die sind Cousin und Cousine. Dudley, ach ja, stimmt, das ist sein Cousin, du hast recht. Cousine? Harry Potter ist doch nicht die Cousine von Dudley. Hä, doch? Wusstest du nicht, dass er sich mit 3 Jahren gedingst hat? Mit 3 Jahren schon? Schlecht zum Wandel das hat? Darf man gar nicht. Ich glaube, das darf man erst ab 16 oder so. Oh, okay. Ich habe Kaskade bekommen. Ich fliege ganz kurz auf meiner Leiche in den Sonnenuntergang und lager sie mal ab, ne? Okay. Ich muss ihn auch wegstreichen hier. Zack, X. Pass auf, wetten, ich finde als nächstes Item einen Glurakniten. Natürlich. Soll ich Draschel schon mal ins Team nehmen? I guess wir nehmen Draschel-Dings, ne? Ja. Draschel-Qualle. Ich hab Bock auf die Qualle. Dann werden wir nach der Folge einfach mal trainieren. Mhm. Und dann passt das. Dann kriegen wir nämlich ein schönes Brutalander und ein Apoqualle. Das klingt gut. Ja, denke ich auch. Latios. So, tut mir wirklich sehr leid, Glurak, du hast dein Bestes gegeben, aber ich war dumm und habe nicht mit der Steinkante gerechnet. Übrigens, es zieht sich fort. Ich bin dumm. Alles gut? Ja. Ich wollte Knirscher drücken, aber ich habe einfach A gespammt und dann wurde das Erdbeben. Es zieht sich fort. Bis auf Zurokex sind mir bisher nur Pokémon aus der ersten und zweiten Gen gestorben. Ha. Das heißt, Zorak und Milotic sind safe. Milotic ist das der dritte, ne? Ja. Ja. Aber Mogelbau, Machomai und Miltank sind nicht safe. So, Draschel, du bist dann auch safe. Ich guess, wir nehmen dann Schill jetzt. Ja, dann gebe ich dir doch schon mal die Offensivweste. Ich werde dich jetzt aber noch nicht in den Kampf schicken, das mache ich dann beim Training. Da gibt ihm doch dann ein Glücksei, oder? Ach ja, stimmt, du hast recht. Wir haben hier ein Glücksei. Wo ist denn das Glücksei? Dann werde ich aber zum Trainieren doch nochmal irgendein Flug-Pokémon ins Team nehmen, damit ich wenigstens auf Routen fliegen kann, wo ich trainieren kann. Ja, das ist erlaubt. Und wir müssen dran denken, beim Trainieren die aufzunehmen. Ja. Wo ist denn das dumme Glücksei? Warum gibt es immer noch keine Funktion, dass man nach Items suchen kann? Ja, stimmt, das wäre echt mal dran langsam. Man kann halt sortieren nach Namen und dann kannst du bei G gucken, ne? Ja, oder nach Typ und so ein Zeug, aber das würde mir noch so ein bisschen fehlen. Das wäre noch ganz nice. Mhm. Aber es gibt halt generell, also klar, du könntest dann wieder die Tastatur aufploppen lassen, die du normalerweise auch so benutzt und so. Ja. Kann ich schon gehen. Na gut, dann lass uns wenigstens noch die Route zu Ende machen. Das kriegen wir noch hin heute. Ja, ich muss noch gegen Trovato Tomato. Achso, ja, natürlich. Ich meine natürlich Pokémon-Trainer Wellington. Ich fand Jessica war ein schönerer Name.
Ich finde, Wellington passt sehr gut zu seinen welligen Haaren. Die sind doch nicht wellig, die sind, das ist ein Helm. Aber er hat auch so eine Lok vorne. Ah, hat eine Locke vorne? Ja. Ah, muss ich mir nochmal irgendwann genauer anschauen. Ja, musst du dich nochmal genauer anschauen. Ist die Route jetzt vorbei? Steinsattack wäre super gegen Ramoth, aber mein Sam ist nicht auf. Ja, okay. Ist ja gut. Ich bin echt nicht so traurig. Alles gut. Ich will irgendwann aber auch gerne. Weißt du was? Wenn wir E-Pokémon austauschen. Ja. Wollen wir Miltank und Regice dann rausnehmen? Weil ich weiß nicht. Für? Für Boyelin und. Ach nee, du dann hast ja schon Wasser-Pokémon. Wollen wir einfach gleich mal gucken in der Box und dann machen wir es einfach gleich. Ich bin nämlich gerade in der nächsten Stadt angekommen und dann könnten wir auch die Folge beenden eigentlich. Wenn du gleich auch da bist. Ja, ich muss halt noch kurz den dritten hier besiegen. Ja, ja, klar. Ich kann ja schon mal gucken, ob man hier angeln kann oder so. Mhm. Das wäre ja auch noch eine ganz schöne Sache, aber da hier überall Eis und Schnee ist, recht. Ich weiß, warum ich auf den Routen länger brauche, damit du scoutest und ich mich einfach dann bequem durch die Stadt bewegen kann. Ach so. Naja, nee, jetzt scoute ich nicht, jetzt gucke ich einfach nur, ob man hier. Weißt du was? Warte, bevor wir die Folge beenden, lass uns auf der nächsten Route noch ein Pokémon fangen. Dann können wir gucken, ob das vielleicht noch unser krass neues Teammitglied ist oder so. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, denke ich auch. Wir könnten sogar. Ach, das ist ein Item. Das hätte ich gerne. Okay. Ich glaube, wir können sogar zwei fangen. Oh, crazy. Das ist doch nice. Weil wir können nach links und nach unten gehen. Pyroleo. Eine Machtkette. Leomon. Das sollte kein Problem sein. Pyroleomon. Pyroleo. Stopp. Mon. Mon. Okay. Erdbeben. Mon. Erdbebenmon. Schallwellenmon. Ja, Route 20 und Route. Ach, ich hab doch gerade eben geguckt. One-Hit-Mon. Darkraimon. Darkraimon, ei. Ich hab ja Thrillpeakmon, das passt schon. Thrillpeakmon. Du kannst nicht einfach hinter jedes Mon hängen und sagen, das ist ein Pokémon. Digimon. Damn. Was? Ich geh schon mal. Hast du angefangen? Hab ich gar nicht. Ich geh schon mal auf Route 20 und gucke, was ich hier so schönes fange. Oh nein, kann. Nicht die mächtige Finte. Käfergebrumm, Mon. Mon. Es ist ein. Noch ein One-Hit-Mon. Flapterix. Okay. Ist okay, aber nichts, was ich jetzt groß haben will. Ich muss Flinkung noch durchstreichen. Kleinen Moment. Das haben wir gleich. Flinkung. Flinkung. Okay, Flapterix. LOL, guck mal bitte alle auf den grünen Rucksack von Tomato Tomato, das ist einfach dieser Smiley mit den zugeknüpften Augen. Ja, der ist mir auch aufgefallen. Jetzt sieht man es nicht mehr, schade. Der ist mir auch aufgefallen. Ach komm, als ob du nicht im Flottball bleibst. Auf welcher Route bist du jetzt gerade? Ich bin im Wald, Route 20. Okay. Also nach unten. Mhm. Vielleicht ist bei dir ja was Cooles. Ich meine, wenn es ein Legi ist, könnte man es überlegen, weil Aiopterix ist ja nicht kompletter Bullshit. Ja, das stimmt. Aber das werden wir gleich schon was machen. So, mit was fange ich dich denn mal? Ich habe noch 3 Meisterbälle. Wie viele Encounter haben wir noch? Hast du schon mal durchgerechnet? Ob wann du nur noch Meisterbälle spammst einfach? Noch nicht ganz, aber ab jetzt noch nicht. Okay. Eigentlich könnte ich dich schwächen. Fractalia City, ist das richtig? Der Stadt mit dem Eis. Ja. Sind wir. Da wollten wir auch landen. Ja, aber da gibt's kein Pokémon. Okay. Oh, Flapterix wehrt sich halt enorm. Nervig. Ja, ich muss es irgendwie jetzt schwächen. Ich guck mal, ob ich es mit Kurama schwächen kann. So. Wieso nervig? Nein! Oh, ich bin so dumm. Ich habe mich schon wieder selber getreut. Ich dachte, ich habe Discord reingeschickt. Oh, wieso troll ich mich? Weißt du, Zorak ist einfach. Nee. Item. Wieso machst du so viel Schaden, Flapterix? Hör auf damit. Oh, das ist auch noch ein Item. Eine Sinelbeere. Ab in den Beutel. Ich verkommen lassen. Du bist ja aber kein Flug. Oh, warte, das ist Flug-Pokémon. Dann soll ich vielleicht nicht Mars reinschicken? Nee. Dann mach du das, Milotic. Dann durften jetzt fast alle einmal gegen Flapterix kämpfen. So, nach unten, Route 20 Wald. Ja. Hier kommt noch eine Seite. Hier.
Flattrix, du nervst. Yeah, Granitstein, das hat sich gelohnt. Oh, ich kann's gar nicht schwächen. Dann wirf doch nochmal Hyperballen. Nein, ich mach Hyperbälle. Irgendwann bleibt's drin. Hauptsache nichts von dir stirbt. Nee. Irrwald. Dann schauen wir mal, was mein Encounter ist. So, ich wollte mal gucken, was mein Pokémon geworden ist. Aber egal, passt schon. Abra. Entwickelt sich das hier? Haben wir das eingestellt? Ja, ne? Das weiß ich nicht, wie du das eingestellt hast. Ich meine, Simsala würde ich fühlen. Ja, doch. Ein Flug-Pokémon wäre. Ja, gut, hätte ich zwei Gesteins-Pokémon, aber ich denke, Flug ist. Kann ich wieder fliegen? Oder kann ich Optrix fliegen einsetzen? Ja. Okay. Ich hab's auf jeden Fall gefangen. Okay, Flottball. Eins, zwei, drei. Juhu, ich hab's auch. Cool, cool, ich glaube, für Abra brauchen wir auf jeden Fall einen Psycho-Skylander. Aus obvious reasons. Wie wäre es mit. Oh, Blaster Mind klingt doch gut. Oh ja, das fühle ich. Und Dingsbums. Es ist der Urvater der Vogel-Pokémon, steht hier. Anubis. Ist Anubis Flug? Nee, warte mal. Anubis ist ein Schakal. Osiris ist, glaube ich, auch ein Vogel, oder? Stimmt, so Osiris war das genau. Oder Iris? Einer von beiden. Iris ist mein Auge. Oh, Horus! Horus! Ich bin für Horus. Horus! Nehmen wir Horus. Horus hat man noch nicht, ja. Blaster Mind. Zusammengeschrieben? Auseinander. Außer es passt nicht anders. Doch, passt. Gut. Dann fangen wir auf Route 21, glaube ich. Also links von der Stadt noch was. Und dann gucken wir mal, was wir da mit unserem Team anstellen. Ja. Blaster Mind finde ich gut. Ja, denke auch. Ist doch Level 48 oder so, also echt. Ja, das müssen wir nicht wirklich großartig trainieren. Das heißt, das könnten wir theoretisch auch reinnehmen statt Rage Ice und Miltank. Und ich sehe dann auch schon direkt nach zwei Leveln, ob es sich entwickelt oder nicht. Ja, genau. Das wäre ja auch ein Kriterium. Aber ich glaube, ich habe es irgendwo eingestellt, dass die sich entwickeln auch. Oh ja, natürlich hast du das. Mein Mashok hat sich doch auch entwickelt. Ja, true. Perfekt. Ja, nice. Hatte ich ganz vergessen. So, Route 21. Yep. Ja, ich denke, ich sollte dann keine enorme Wasserschwäche haben. Ich hätte halt nur gerne etwa irgendwas gegen Wasser, was ganz cool wäre. Das ist auch cool. FM. FM könnte nice sein. Hast du nicht sogar schon ein FM oder hab ich ein FM? Du hast eins. Mit Balgoras zusammen. Ah. Könnte auch mal spielen langsam, ne? Yes! Okay, das nehmen wir. Was hast du? Panpyro! Geil. Ja, das ist doch mal ein Team. Das ist ein Team. Okay. Wo ist mein Flottball? Rein mit dir. Nimm doch den Meisterball. Nein. Das bleibt ein Flottball. Wenn es nicht ein Flottball bleibt, dann habe ich ein Problem. Es könnte eine Kampfattacke gegen Miltank einsetzen. Es ist drin. Bennett. Okay, wie nennen wir den Panpyro? Okay, gib mir bitte einen super coolen Namen, denn du weißt, Panferno ist mein Favorite. Ja, jetzt muss ich echt überlegen. Du hast FM, ne? Ja. Wir nennen FM Spyro. Oh, ja geil. Das finde ich richtig gut. Denn den haben wir ja noch über den guten Spyro. Nice. Wir hatten überlegt, Dialga auch schon Spyro zu nennen. War das nicht so? Und dann meinte ich, nee, es gibt schon bestimmt noch einen cooleren Drache. Ja, genau. Okay, Panpyro. Wie wär's mit Nairu? Nee, wer ist die Göttin von... Nairu ist die Feuergöttin, glaube ich, von Zelda. Ansonsten gibt's auch noch Hestia, die Göttin des Herdfeuers. Oder ja. Hephaistos, der Gott der Vulkane. Oh, der gefällt mir. Nehmen wir. Oh, warte, haben wir den schon? Nee, haben wir noch nicht. Ja, Hephaistos. Mit PH, ne? Mhm, und dann AI. AISTO. S. Hephaistos. Oh, ich bin in den Kampf reingerannt. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir gleich die Folge und dann werden wir uns mal. Oh, ich bin auch in den Kampf reingerannt. Wahrscheinlich sind wir in die gleiche reingerannt. Die blonde Trainerin? Ja. Bei mir jetzt die Florges. Oh Mod. Mhm. Na gut, dann wollen wir doch gleich mal. Das machen wir aber aufscreen. Beim nächsten Mal seht ihr dann, was wir aus unserem Team Schönes gebaut haben. Ja, lass dich überraschen.
Boah, ihr könnt ja in den Kommentaren raten, welche Pokémon wir reinnehmen und welche nicht. Macht eh keiner. Psst. Vielleicht irgendjemand, bitte. Ich will doch nur einmal, dass sich jemand auf mich bezieht in den Kommentaren. Nein, alles gut. Die Sache ist, die Soulink Challenge ist halt ist halt nicht das beliebteste Format auf dem Kanal. Die meisten schauen halt den Yu-Gi-Oh!-Content und nicht den Pokémon-Content. Ja, ist okay. Ja. Ich hab mich schon wieder getreut. Das ist nicht Discord, das ist Kurama. Oh Leute, ich hab Blastermann gerade schon im Team, weil ich ja 5 Pokémon noch hatte. Lul. Oh, das ist nicht schlimm. Muss ich ja nicht benutzen. Nö. Aber dann kriegt es jetzt schon Erfahrungspunkte. Ist halt nicht bad. Wieso hast du in die P-Teile an? Ah, wait, wir sind gar nicht in der Gen, wo immer alle EP kriegen. Stimmt. Nö, ja. Das war erst ab Schild und Schwert. Stimmt, ja. Bei Sonne und Mond war es noch nicht so, ja, oder? Ein- und ausstellen. Doch, bei Sonne und Mond war es schon so. Da war es schon so, ah, ja. Ja. Ab da ging das los, dass man es das nicht mehr ein- und ausgestellt hat. Wobei ich immer noch das Gefühl hatte, dass es bei Sonne und Mond relativ gut ging, weil die Erfahrungspunkte da gefühlt nicht so hoch waren wie in den anderen Teilen. Es kann gut sein, dass es noch mal ein bisschen angepasst wurde. Vielleicht ja. Waren es dann nur so 25% und jetzt sind es 50% oder keine Ahnung. Es hat sich auf jeden Fall nicht so stark angefühlt, habe ich das Gefühl. Mhm. So, hab sie besiegt. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part, wo wir unser Team neu gestaltet haben. Oh yeah, sag tschüss zu Forest. Sag tschüss zu Miltank. Achso, nee, Forest hieß hier Dings, die Trainerin. Ach so, ich wollte sagen, welcher Skylander hieß denn Forest? Niemand. Gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.